Zerra-Wechsel perfekt, Hartl zum FC Schalke, Sukku zum SV Sandhausen, vorzeitige Pieper-Verlängerung sehr wahrscheinlich und neualtes Arminia Blau. Das sind die Themen des Tages für diese Folge Alm Update. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nach dem Intro geht's wie immer los. Am Montag wurde bekannt gegeben, dass Jannik Serra von Holstein Kiel zu Arminia Bielefeld wechseln wird. Er bekommt einen 4-Jahres-Vertrag bis 2025. Da sein Vertrag bei den Storchen ausläuft, ist er natürlich ablösefrei zu haben. Sein Marktwert liegt bei 2 Millionen Euro. Jannik Serra ist mit seinem Team knapp in der Relegation gescheitert am 1. FC Köln. Warum eigentlich knapp? Sie haben insgesamt mit 2:5 verloren, aber sie wurden Dritter und deshalb einfach knapp. An diesem überraschenden Fassaufstieg hatte Jannik Serra natürlich großen Anteil. Ganze 13 Tore konnte er beisteuern. Ob er bei unserer Arminia viel Einsatzzeit bekommen wird, wird sich zeigen. Ich persönlich könnte mir eine Doppelspitze mit Fabian Klos und Jannik Serra sehr gut vorstellen. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Stimmen zur Verpflichtung von Sami Arabi und unseren Cheftrainer Frank Kramer. Wir freuen uns sehr, dass sich Janni für uns entschieden hat. Er ist ein junger Stürmer mit viel Potenzial, der sportlich und menschlich sehr gut zu uns nach Bielefeld passt. Janni hat das Herz an der richtigen Stelle. Er arbeitet teamorientiert für die Mannschaft, ist durchsetzungsstark und torgefährlich. Das ist für einen Stürmer eine sehr gute Mischung. Ja, dann würde ich doch mal sagen, herzlich willkommen in Bielefeld, Jannik Serra. Alles Gute für dich, dass du genauso einschlagen wirst wie bei Holstein Kiel. Der FC Schalke braucht Verstärkung im offensiven Mittelfeld. Da man Spieler wie zum Beispiel Suat Serra oder Amin Harit nicht im Verein halten kann, beziehungsweise das Geld einfach für diese Spieler braucht, sucht man natürlich nach einer günstigen Verstärkung auf dieser Position. Dabei ist man offenbar auf unseren Marcel Hartl gestoßen. Er würde natürlich perfekt reinpassen, weil er erstens natürlich ein technisch sehr versierter Spieler ist und zweitens schon einiges an Zweitliga-Erfahrung hat. Zuletzt bei unserer Arminia, wo er großen Anteil am Aufstieg hatte. Der Marktwert liegt bei 2,8 Millionen Euro. Laut Bildinformationen würde man ihn aber für günstiger Geld ziehen lassen. Die Rede ist von 800.000 Euro. Naja, sage ich jetzt mal nicht zu. Neben Hartl ist Schalke aber noch an den Stuttgarter Philipp Clement interessiert. Der 28-Jährige war in der letzten Saison nur Ergänzungsspieler bei den Schwaben. Für Hartl spricht natürlich ganz klar diese Zweitliga-Erfahrung und dieses Aufstiegsgehen. Zweimal in Folge konnte er mit seinem Team aufsteigen. 2019 mit Union Berlin und 2020 mit unserer Arminia. Für wen er sich entscheiden wird, beziehungsweise für wen Schalke sich entscheiden wird, steht natürlich noch offen und wir wollen abwarten. Dass Sukku unsere Arminia verlassen wird, steht ja schon seit circa einer Woche fest. Jetzt steht auch fest, wo er hinwechseln wird. Es sieht eben nämlich zum Zweitliga-Dauerbrenner SV Sandhausen an den Hartwald. Ich persönlich finde es eine sehr gute Entscheidung, dass er wieder in die zweite Liga geht, denn dort konnte er richtig beweisen, was er drauf hat. Uns war es wichtig, einen Spieler zu verpflichten, der eine gewisse Erfahrung mitbringt, torgefährlich ist und auf mehreren Positionen im Offensivbereich spielen kann. All das trifft auf Sebio zu. Wir sind davon überzeugt, dass Sebio eine Verstärkung für unser Team sein wird und freuen uns, dass er sich für den SV Sandhausen entschieden hat. Das sagte Kabaka, der sportliche Leiter der Sandhäuser. Wie lange sein Vertrag beim SVS gilt, steht noch nicht fest, beziehungsweise ich konnte nichts herausfinden, habe ein paar Berichte gelesen, aber da stand nie was von der Vertragslaufzeit. Naja, wie dem auch sei, Sebio, alles Gute nochmal für die Zukunft und zeig, was du drauf hast. Unser Innenverteidiger Amos Pieper wird natürlich immer interessanter für andere Clubs, aber es ist dann doch sehr wahrscheinlich, dass er seinen Vertrag vorzeitig verlängern wird. Denn Sami Arabi sagte im Westfalenblatt-Interview, dass sie sich schon vor der EM zusammengesetzt haben und über eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterhalten haben und die Gespräche seien wohl positiv ausgegangen. Für Pieper wird sich natürlich auch lohnen, denn Arminia wird ein wenig die Gehaltskasse aufmachen. Sie sprechen von einer Verdopplung des Gehaltes. Ich würde mal sagen, ist angemessen. Pieper hat eine sehr, sehr starke Bundesliga-Saison gespielt und eine sehr starke U21-EM. Und dann muss man schon mal ein bisschen die Taschen aufmachen. Am 28. Juni ist Jahreshauptversammlung bei Arminia Bielefeld. Alle Mitglieder der Vereins sind natürlich herzlich eingeladen, über die Themen mitzudiskutieren und eins dieser Themen wird das neue Arminia Blau sein. Dies wurde ja vom Verein zu einem hellblauen Blau umgetönt. Dies stieß ja jetzt nicht auf besonders viel Anklang, wie man weiß.
Jetzt soll aber wieder neu diskutiert werden und mal ganz ehrlich, wenn man mal so auf den sozialen Medien liest, bei Facebook, Twitter, Instagram, dann ist schon die Mehrheit für das dunklere Blau. Ich persönlich finde das alte Blau auch viel schöner und würde mich da einfach der Mehrheit anschließen. Außerdem soll darüber entschieden werden, das Logo komplett umzuändern. Und zwar eventuell in das alte von 2000. Sollte es die Mehrheit der Stimmen bekommen, würde es zum Juli 2022 erneuert werden. Ich habe bei Instagram auch mal so eine kleine Umfrage gestartet, alt, neu. Da waren ca. 75% für das alte. Ja, und meine Meinung dazu ist ein bisschen knifflig, weil ich bin normalerweise nicht so der Typ dafür, dass man Vereinslogos jetzt immer umändern muss. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Aber das Problem ist, wer mich kennt, wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, dass ich genau dieses Logo, was jetzt zur Auswahl steht, extrem schön finde und ja, so ein bisschen was Nostalgisches hat, auch wenn es jetzt nicht ganz meine Zeit ist. Darum für mich ein bisschen schwierige Entscheidung, aber ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das aktuelle oder lieber das alte wählen würdet. So, dann wären wir am Ende dieser Folge Alm-Update angelangt. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Lasst da gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch gerade ist. Und sage, wie es auf diesem Kanal immer heißt, reingehauen und auf Arminia.